Und bitte. Dies ist die vierte Folge von Herbert Ries und unsere Heimat heute ist die Wohnung unserer Freundin Karen in Hamburg. Und mitgebracht habe ich zwei tolle Bücher, eins von Gregor Henz und eins von Hermann Koch. Ich habe weit über 100.000 Zigaretten in meinem Leben geraucht und jede dieser Zigaretten hat mir etwas bedeutet. Mit diesem Supersatz fängt Gregor Henz' Buch Nikotin an. Dies ist ein Buch über das Glück des Rauchens und über das Glück, mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist kein Buch, das muss ich gleich sagen, es ist keins von diesen Do-it-yourself-Büchern, wo man sagt, folgt diesen 10 Schritten und dann seid ihr das Rauchen los. Im Gegenteil, das ist ein Buch, das versucht, so ein Lebensthema für den Autor zu ergründen. Und das bedeutet, zu ergründen, warum Rauchen so eine wahnsinnige Rolle in seinem Leben gespielt hat, welche Rolle es in seiner Familie gespielt hat, in seiner Arbeit gespielt hat, wie es selbst sein Denken strukturiert hat. Und das ist sehr unterhaltsam zu lesen. Es ist so eine Mischung eben aus Familiengeschichte, Essay, Selbsttherapie. Und es sind tolle, tolle Geschichten darin. Wie der kleine 5-jährige Junge von seiner Mutter die erste Zigarette bekam, um Silvester einen Feuerwerkskörper damit anzumachen, wo man heute denkt, um Gottes Willen, kann man sich nicht vorstellen. Aber das war halt so eine schöne junge Frau in den 70ern, die hat gequalmt wie eine Weltmeisterin, die hat Kim geraucht, genau, das ist hier das Buch sieht man ja, das ist nach der alten Kim-Packung gemacht, für diejenigen, die es noch kennen. Oder der Vater, der hat geraucht wie ein Schlot, unter der Tür im Büro kam das hervor und der kleine Gregor hat gedacht, ah, das ist vermutlich der Beruf meines Vaters, den ganzen Tag zu rauchen, also päckchenweise das zu rauchen. Und es geht um Rauchen und Sport, Rauchen und Asthma, also der Autor ist asthmageschädigt. Es geht um Rauchen und Hypnose, wie man davon wieder loskommt. Es geht auch um Rauchen und Literatur und im Film, also alle Aspekte ganz toll. Und immer so in dieser Balance, einerseits das große Glück der ersten Zigarette, das große Glück, nach langem Aufhören, die erste Wiederanfang-Zigarette. Viel wichtiger als die letzte Zigarette ist die Wiederanfang-Zigarette. Weil dann auf mal setzt das alles wieder, alle Gehirnströme frei. Also großartiges Buch, eine großartige Familiengeschichte. Nicht immer nur einfach, keine einfache Familie. Aber wenn jemand wissen will, wenn jemand sich damit auseinandersetzen will, zu wissen, wie er geworden ist, der er ist, dann ist das ein tolles Buch. Und es ist auch ein tolles Buch für Leute, die mit so einer gewissen Willensstärke nochmal einen Neuanfang machen. Denn darum geht es auch, um einen Neuanfang und eine Selbsttherapie. Gregor Henz, Nikotin. Ich war begeistert. So, hier haben wir das zweite Buch, Hermann Koch, Sommerhaus mit Swimmingpool. Das ist ein Tipp von der Buchhändlerin meines Vertrauens. Die hat mir das heiß ans Herz gelegt und ich gebe diesen Tipp gleich an euch weiter, denn es ist ein großartiges Buch. Das erste Spannende an dem Buch ist der Erzähler. Das ist ein Hausarzt, ein niederländischer Hausarzt, Marc Schlosser. Und das ist ein Typ, wo man nach 20 Seiten das Buch eigentlich schon in die Ecke werfen will, weil das ist ein so zynischer, bösartig realistischer Menschenfeind, dass man denkt, das glaube ich jetzt nicht, das kann nicht sein, dass der so über seine Patienten schreibt, er hat vor allem so Patienten, Hypochonder, Künstler und so weiter, und dass er sagt, also eigentlich möchte ich mit deren Hautfalten, Bakterien, deren Alkoholprobleme und Depressionen nicht beschäftigen, aber ich gebe ihnen die Illusion von Aufmerksamkeit. Also wie er das beschreibt, brutal, ehrlich, aber auch in einem Zynismus, dass man denkt, ich weiß nicht so recht, aber der ist genau richtig für die Story, weil die Story ist die, er befreundet sich mit einem seiner Patienten. Das ist ein bekannter Schauspieler, der hat 2 Söhne, eine Frau, genau wie er selber, eine Frau und 2 Töchter, hat im selben Alter und man geht irgendwann gemeinsam in Urlaub in Provence und eigentlich haben beide Männer jeweils ein Auge auf die Frau des anderen geworfen, also da britzelt schon so ein bisschen und dann passiert in diesem wahnsinnig schönen Ambiente im Sommerhaus mit Swimmingpool ein Verbrechen und kurz darauf, ein paar Monate später, ein zweites Verbrechen. Und mehr will ich gar nicht sagen, weil das ist, das passiert mit einem Spannungsbogen, der immer steiler wird und immer schneller und man wird dann so ein bisschen atemlos. Und spannend macht das Ganze auch, dass es angesiedelt ist so zwischen niederländischen Paaren, denn die Niederlande sind ja so ein bisschen wie so ein gesellschaftliches Labor in Europa. Die waren ja super liberal, was Drogen, Multikulturalismus, Euthanasie und solche Dinge angeht. Und genau so eine Diskussion wird hier auch geführt. Und hier wird vor allem das Thema
Selbstjustiz. Wie weit kann ich gehen, wenn es um meine engsten Familienangehörigen geht und wenn denen ein Leid geschehen wird? Das ist so im Zentrum. Und das Ganze ist ein bisschen wie so ein Hitchcock-Thriller, wie so ein Familiendrama, Hitchcock-Thriller und moralisches Fragespiel gleichzeitig. Und ich würde sagen, das ist perfekt gemachte Unterhaltungslektüre und das ist das perfekte Buch für den Strand oder fürs Sommerhaus mit Swimmingpool. Also das empfehle ich euch für euren Urlaub. Und damit bin ich auch schon am Ende und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder Herbert Wiest einschaltet, anklickt oder weiterleitet.